Herr Bundesminister, bitte. Danke, Frau Präsidentin, Hohes Haus. Ich möchte nur aus aktuellem Anlass ein paar Worte zur Frage Afghanistan und Abschiebungen nach Afghanistan an Sie richten. Wir haben ja diesbezüglich im Menschenrechtsausschuss eine, denke ich mal, recht angeregte Debatte geführt. Und wenn hier heute gerade von meinem Vorrednern von Menschenrechten gesprochen wurde, dann kann ich Ihnen sagen, wir halten die Menschenrechte hoch, aber wir halten auch die Rechtsstaatlichkeit hoch. Und wenn wir sagen, dass wir die Rechtsstaatlichkeit hochhalten, und ich sage, wir halten die Rechtsstaatlichkeit hoch, dann gehört zu dieser Rechtsstaatlichkeit auch der konsequente Vollzug von Rückführungen und Abschiebungen nach einem rechtskräftig negativen Asylbescheid. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weise den Vorwurf ganz, ganz entschieden zurück, dass eine solche Vorgangsweise auch nur irgendetwas mit Unmenschlichkeit zu tun hat. Das, was hier gemacht wird, wenn man den Beamtinnen und Beamten des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl einen solchen Vorwurf macht, nämlich den Vorwurf der Unmenschlichkeit, dann ist man entweder nicht in Kenntnis der Dinge, wie sie dort ablaufen, oder man verunglimpft hier ganz solide arbeitende Beamte. Und das lasse ich nicht zu, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie wissen, dass es im Asylverfahren Einzelfallprüfungen gibt. Diese Einzelfallprüfungen werden mit größter Sorgfalt von den zuständigen Beamtinnen und Beamten durchgeführt, die eine ganz solide Ausbildung in diesem Bereich haben. Und wenn ich von Menschlichkeit spreche, dann ist das nicht nur immer eine Gefühlsduselei, so wie ich das sehr, sehr oft von den Linken höre, sondern Menschlichkeit ist in wesentlichen Bereichen auch Vernünftigkeit. Und Vernünftigkeit ist Rechtsstaatlichkeit und ist Gesetzmäßigkeit und ist konsequente Anwendung derselben. Das ist Menschlichkeit. Und ich glaube, dass das einmal notwendig ist, das auch herauszustreichen, denn dann, wenn man von einer ordentlichen, von einer geordneten Asylpolitik spricht, das ist das, wo wir in den letzten Jahren Lichtjahre davon entfernt gewesen sind, wenn man davon spricht, dann gehört dazu auch eine konsequente Rückführungspolitik. Denn wenn man nicht konsequent zurückführt, dann hat das ganze Asylverfahren als solches keinen Sinn. Und dafür bin ich nicht zu haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und im Übrigen sieht die Vorgangsweise in Österreich im Zusammenhang mit Afghanistan genau gleich aus, wie sie bei anderen europäischen Staaten aussieht. Da sind wir keine Ausreißer im negativen Sinn, wie das so gern von Kräften der politischen Linken irgendwie unterstellt wird. Die Anerkennungsquote von 33% bei Afghanen liegt genau im europäischen Schnitt. Sie liegt genau im europäischen Schnitt. Und wir schieben nach Afghanistan ab, genauso wie es andere europäische Staaten auch tun, genauso wie es Schweden macht, genauso wie es Deutschland macht und genauso wie es Norwegen macht. Das hat mit Unmenschlichkeit oder mit einem Nichteinhalten von rechtsstaatlichen Prinzipien überhaupt nichts zu tun. Es ist das Gegenteil davon. Es ist ihre konsequente Anwendung. Und deshalb werde ich diesen Kurs auch konsequent fortsetzen. Und nur damit Sie eine Ahnung haben, von welcher Größenordnung wir hier reden. Vom Jänner 2015 bis Februar 2018 hat es in Österreich 41.500 Asylanträge aus Afghanistan gegeben. 41.500 Asylanträge. Die Afghanen sind die Top-1-Nation im Bereich der Grundversorgung. 25.000 Afghanen sind in Österreich in der Grundversorgung. Damit Sie nur einen Vergleich haben, die zweite Position nehmen Leute aus Pakistan ein. Da sind wir aber bei 8.000. Und das ist schon ein gehöriger Unterschied. Und so sehen Sie, dass die Auseinandersetzung mit Afghanen einen wesentlichen Teil der so wichtigen Arbeit des Bundesamts für Fremden- und Asylwesen ausmacht, einfach weil die Quantität eine so große ist. Und das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man dann, wenn man zu negativen Verfahrensergebnissen kommt, auch konsequent abschiebt. Und
meine sehr geehrten Damen und Herren, die Beamtinnen und Beamten, hinter denen ich zu 100% stehe, die beuteln sich das nicht irgendwie aus dem Handgelenk und produzieren hier keine Hüftschüsse, sondern die fällen ihre Entscheidungen auf Basis der sogenannten Staatendokumentation. Und das ist eine solide Grundlage, wissenschaftlich erarbeitet, mit vielen, vielen Quellen. Da arbeiten internationale Partner mit, da sind Leute vor Ort, die sich die Situation anschauen, die eine ganz genaue Beurteilung abgeben über die Situation, wie sie in diesem Land herrscht, in das abgeschoben werden soll. Und in diesem Fall ist es Afghanistan. Und wenn man sich diese 200 Seiten dann noch einmal genau durchliest, dann sieht man eben, dass es in Afghanistan eine sichere Fluchtalternative gibt, und das ist der Großraum Kabul. Und es gibt hier auch entsprechende höchstgerichtliche Urteile, die das zum Ausdruck bringen. Die gelten sogar für Leute, die als Afghanen noch nie einen Tag in Afghanistan gelebt haben, sondern die etwa im Iran sind. Aber auch dort kommt man zu dem Erkenntnis, dass die nach Afghanistan zurückgeführt werden können, weil es auch in Afghanistan eine sichere Fluchtalternative gibt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die politisch Linken tun sich uns allen nichts Gutes, wenn man diese Dinge ignoriert. Wenn Sie eine solide Asylpolitik haben wollen, wenn Sie haben wollen, dass denen geholfen wird, denen wirklich zu helfen ist, wenn Sie das wollen, dann dürfen Sie nicht hergehen und umgekehrt alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dann, wenn wir zu entsprechenden Erkenntnissen kommen, wenn wir ein rechtskräftiges Ergebnis haben in einem entsprechenden Asylverfahren, dass man das dann als das Gegenteil von Rechtsstaatlichkeit verunglimpft. Wenn Sie so vorgehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann treten Sie den Rechtsstaat mit Füßen und Sie enttäuschen eine ganz klare Erwartungshaltung der Bevölkerung im Zusammenhang mit einer restriktiven Asylpolitik. Und meine Zugangsweise zu diesen Dingen ist jedenfalls eine andere. Ich sehe mich in einer Verpflichtung dieser Erwartungshaltung der österreichischen Bevölkerung gegenüber. Ich sehe hier überhaupt gar keinen Widerspruch zur Rechtsstaatlichkeit, sondern ich sehe einen Vollzug der Rechtsstaatlichkeit. Ich sehe, wenn wir so vorgehen, die Herstellung von Recht und Ordnung in einem Bereich, wo viel zu lange Chaos geherrscht hat. Und das ist, glaube ich, notwendig, dass hier endlich geordnet und strukturiert vorgegangen wird. Und Sie können sich auf mich verlassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich werde an allen Schrauben drehen, die dafür notwendig sind, dass wir Recht und Ordnung auch in diesem Bereich zum Durchbruch verhelfen. Und ich werde das hier tun und ich werde das auf europäischer Ebene tun. Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ pocht nach der Kritik der SPÖ auf die Rechtsstaatlichkeit. Bei negativem Asylbescheid müssen Abschiebungen konsequent vollzogen werden, auch nach Afghanistan. Ansonsten habe das gesamte Asylverfahren keinen Sinn.